Das sind unsere Themen am Freitag. Die aktuellen Trends am Arbeitsmarkt. Vorsicht bei Gratis-Downloads. Und Marina ist gespannt auf ihr neues Ich. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Schlagerparty im Stadtwächter. Mit euch, mit uns. Das große Open-Air-Mauerfest. Samstag, 8. Juli ab 18.30 Uhr. Live DJ Jeff Davis mit der besten und beliebtesten Schlagerparty. Das große Open-Air-Mauerfest. Samstag, 8. Juli ab 18.30 Uhr. Stadtwächter. Ab in die Mauer. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Die enormen Regengüsse bis in die heutigen Morgenstunden hielten auch in der Lausitz die Feuerwehr ordentlich auf Trab. Obwohl es nicht den Ausnahmezustand gab wie in Berlin, auch im Spreewald gab es einfach mal flüssigen Verkehr. Hier Aufnahmen von unserem Zuschauer Finn Richter. Vielen Dank dafür. Überwiegend entspannte Meldungen kommen hingegen vom Arbeitsmarkt. Bei der Agentur für Arbeit Cottbus sieht es auch derzeit gut aus. Die Arbeitslosenzahlen sind im grünen Bereich. Diesen Monat waren 22.093 Menschen arbeitslos gemeldet und diese Zahl ist weiter rückläufig. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosigkeit um 0,2% gesunken. Damit steht die Quote bei genau 7%. Im Vergleich zum letzten Jahr ist sie sogar ein ganzes Prozent gesunken. Sie wird sich in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter verringern. Wir haben ja auch durchaus eine Geschäftsstelle, die unter 4% liegt. Wir haben aber auch rote Laterne. Im Augenblick ist das Gruben und Forst. Die grüne Laterne ist Luckau. Insgesamt eine gute Entwicklung, wenn auch sehr differenziert. Auch bei der Jugendarbeitslosigkeit hat sich was getan. Da ist die Zahl im Vergleich zum Vormonat zwar gestiegen, das aber nur gering. Derzeit steht die Quote bei 4,7%. Das betrifft 868 Jugendliche im Alter von 15 bis unter 25. Im Gegensatz zum Vorjahresmonat sind das 73 Jugendliche weniger. Wer eine Ausbildung sucht, der sollte sich bei der Agentur für Arbeit melden. Es stehen noch ausreichend Ausbildungsangebote offen. Wer wirklich will, für den stehen die Chancen super gut. Wir haben noch fast 2000 unbesetzte Ausbildungsstellen in der Region. Die sind wirklich vielfältig und attraktiv über alle Branchen und Berufe. Also da kann praktisch jeder Wunsch noch erfüllt werden. Das ist, also wer jetzt noch will und kommt, sehr gerne, kein Problem. Zurzeit sind auch noch über 5000 Arbeitsstellen frei. Gesucht werden zum Beispiel Fachkräfte in der Gastronomie, in der Altenpflege oder in der Kraftfahrzeugtechnik. Der aktuelle Erpressungstrojaner Petya fügt derzeit vor allem internationalen Konzernen Schaden zu. Als Otto-Normalverbraucher fühlt man sich in solchen Situationen irgendwie etwas sicherer. Aber Vorsicht, die Tricks in der Branche werden inzwischen immer ausgefeilter. Die Verbraucherzentrale warnt. Die neuesten Filme, Serien, Spiele oder Songs gratis aus dem Internet runterladen. Dass dieses sogenannte File-Sharing verboten ist, sollte eigentlich jedem klar sein. Doch was, wenn die Internetseite nicht direkt als Tauschbörse erkennbar ist, sondern sich als legale Streaming-Seite tarnt? Auf diese Masche fallen immer mehr Verbraucher herein. Sie denken, sie streamen bloß, dabei laden sie illegal herunter. Das Problem zwischen Streaming und Downloaden ist, dass ich beim Downloaden etwas auf meine Festplatte lade. Das heißt, wenn ich es drauf habe, kann es auch weltweit von jedem wieder abgerufen werden. Dann ist es das Verteilen von urheberrechtlich geschütztem Material, ohne dass ich die entsprechende Lizenz dafür habe. Und genau das wird abgemahnt. Popcorn Time, Zona oder Isoplex sind nur ein paar der unzähligen Tauschbörsen, die sich als Streamingdienste ausgeben. Wer auf diese Masche hereinfällt, den erwartet oft einige Zeit später das böse Erwachen, denn große Anwaltskanzleien verschicken jährlich tausende Abmahnungen. In Cottbus waren es im letzten Jahr über 40 Stück. Wer solch ein Schreiben erhält, wendet sich am besten sofort an die Verbraucherzentrale. Also man sollte eins ganz bestimmt nicht machen, hektisch werden.
Man sollte Ruhe bewahren und sich auf alle Fälle qualifiziert beraten lassen. Das bietet die Verbraucherzentrale auch an. Ohne diese Beratung ist es sehr gefährlich, sich in diesem Bereich zu bewegen. Eine Abmahnung bedeutet nicht zwangsläufig, dass es auch zu einem Gerichtsverfahren kommt. Allerdings kann mit einer einfachen Faustregel schon der Abmahnung aus dem Weg gegangen werden. Was im Handel Geld kostet, kann im Internet nicht umsonst sein. Zumindest nicht auf legalem Wege. Gesucht wird ein 55 bis 60 Jahre alter Mann, der einen Polizeibeamten bei einer Fahrzeugkontrolle schwer verletzte. Passiert gegen Mitternacht am 4. Oktober im vergangenen Jahr auf der Bundesautobahn 2 Nähe Bornstedt. Laut Zeugenaussagen hatte der silberfarbene Mercedes des Täters ein OSL, also Oberspreewald-Lausitz-Kreiskennzeichen. Die Autobahnpolizei in Börde bittet um Hinweise unter Telefon 039 204 720. Der nun folgende Beitrag führt uns in den Zirkus, genau gesagt ins Kunstmuseum Dieselkraftwerk. Der Zirkus ist laut, bunt, fröhlich und atemberaubend. Die Clowns, Artisten, Tiere und Dompteure verzaubern das Publikum in der Manege. Doch im Zirkus ist nicht alles nur schön und farbenfroh. Nirgendwo sonst liegen Magie und Melancholie so dicht beieinander. Die bildenden Künstler haben doch im Zirkus auch ein Stück sich selbst gesehen. Als Randfiguren, als Outsider der Gesellschaft ein Stück, die einerseits sozusagen zur Erheiterung des Publikums da sind, aber auch selber eine große Sehnsucht eigentlich danach haben, vielleicht im Stillen zu sein. Also dieses Wechselspiel zwischen zauberhaften Auftritt im Rampenlicht und andererseits die Melancholie, der Rückzug, das gehört irgendwie auch ein Stück zusammen und ist nach meinem Begriff oft in der Figur des Clowns eigentlich symbolisiert. Und das finden wir hier in der Ausstellung auch per se in einzelnen schönen Stücken wieder. Vielleicht das Vorzeigebild des gar nicht so fröhlichen Zirkus ist das Werk Trauriger Clown von Bernard Buffet von 1968. Im Gesicht des Mannes zeigt sich die Leere, die vermutlich viele Schausteller abseits des Rampenlichts spüren. Nur auf den ersten Blick bunt wirkt das Bild auf dem Schlappseil von Harald Metzges, denn das Entstehungsjahr zeigt, dass dahinter eine tiefere Botschaft steckt. Speziell ist dieses Bild insofern, weil es 1992 gemalt ist und ich weiß von dem Sammler, er hat mir die Geschichte erzählt, also es ist eine Reaktion des Künstlers auf die Wende. Jetzt wird sozusagen der Zirkus symbolisch genommen für ein anderes Zeitereignis, aber es ist spannend insofern, weil dieser Mann auf dem Schlappseil durch dieses Schlappseil genau durchgeschnitten wird und es entsteht eine helle und eine dunkle Gesichtshälfte und drunten gibt es ein Publikum, wenn man sich das näher anguckt, das sind Fratzengesichter, lachende, schreiende, blökende Leute, ganz seltsam. Aber wenn man sich an die Wende erinnert und diesen Drahtseilakt, um es mal so zu sagen, dann merkt man, aha, da ist doch was Symbolisches dabei und die Zirkusnummer dient uns dazu, ein bisschen zu verstehen, was eigentlich damals war. Die Ausstellung Zirkuszauber beinhaltet gut 170 Arbeiten, die mit allen möglichen Techniken geschaffen wurden. Von Tusche über Öl, Holzschnitte bis hin zu Fotografien. In einem Bereich hängen Fotos von Alexander Rodchenko. Weitere Bilder des russischen Künstlers gibt es ab morgen in der neuen Ausstellung Paukenschlag im Maschinenhaus des Dieselkraftwerks zu sehen. Das Kunstmuseum Dieselkraftwerk wird übrigens morgen heiraten. Partner ist das Museum Junge Kunst in Frankfurt-Oder. Beide tragen dann den Namen Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst. Zur offiziellen Fusion der beiden Museen sind auch Sie herzlich eingeladen. Ab um 10 zum DKW. Nach den Festdrehen gibt's unter anderem auf dem Amtsteich 10 in einer Ehe als Kanuballett. Wer lieber sportlich aktiv unterwegs ist und dabei noch Gutes tun möchte, außer für die Figur, der ist beim Charity-Lauf der EG Wohnen richtig. Start ist um 10 im Spreon-Park. Und nun wollen wir noch wissen, wie Marina auf ihre Umstyling-Aktion reagiert. Hier Teil 2 unserer Sendereihe Mein neues Ich. Vorher wünsche ich Ihnen noch ein entspanntes Wochenende und sage jetzt einfach Tschüss, machen Sie's gut.
In Mandys Laden angekommen, startet die Verwandlung mit Marinas Haaren. Einzelne dunkle Strähnen sollen einen natürlichen Look zaubern. Bevor es ans Schneiden geht, widmet sich Mandy der Gesichtspflege. Marinas helle Wimpern werden ihrer neuen Haarfarbe angepasst. So werden die Augen mehr in Szene gesetzt. Das Gleiche passiert jetzt auch mit den Augenbrauen. Dunkler und kräftiger, so stellt sich Mandy das neue Gesicht unserer Kandidatin vor. Nach einer kurzen Einwirkzeit werden die Farben schonend entfernt. Für mehr Glanz in den Haaren wird jetzt noch eine Pflegespülung aufgetragen. So, und nun schnipp, schnapp, Haare ab. Die Frisur wird deutlich kürzer. Mandy verpasst der 56-Jährigen einen frechen Kurzhaarschnitt. Für einen weicheren Übergang kommt eine Haarschneidemaschine zum Einsatz. Durch das Föhnen kommt richtig Schwung in die Frisur. Noch schnell das Ganze mit einem Haarspray fixiert und voilà, die Haare sind fertig. Doch nicht nur der richtige Haarschnitt ist wichtig, sondern auch der passende Oberteilausschnitt. Auch da weiß Mandy voll Bescheid. Mein Zuschauertipp für heute sind Kragenformen. Man sieht, bei einem kurzen Hals bitte keinen Stehkragen tragen. Das macht die Schultern breiter und macht den Hals noch kürzer. Optimal dagegen ist ein spitzer Ausschnitt. Er verlängert den Hals und die Schultern wirken schmaler. Nächster Schritt, Make-up. Nach der Grundierung stehen gleich wieder die Augenbrauen im Mittelpunkt. Wichtig ist, die Augenbrauen sind zwar toll gefärbt, aber wenn man sie etwas nachzieht mit einem Augenbrauenstift, wirken sie trotzdem einfach etwas sichtbarer und harmonischer. Günstig ist es beim Augenbrauenstift, die Rückseite dem kleinen Bürstchen nochmal nachzubürsten. Verteilt sich die Farbe gleichmäßiger. Gleichmäßig trägt Mandy Lidschatten und einen Lidstrich übers Auge auf. Künstliche Wimpern sollen Marina noch mehr verändern. Rote Lippen geben den letzten Schliff, was hier im Vergleich zur ungeschminkten Gesichtshälfte besonders deutlich wird. Noch schnell das Make-up vollenden und dann wird es auch schon Zeit fürs Finale. Marina, hier ist dein neues Ich. Ganz kurz. Ganz kurz. Schön. Super, gefällt mir. Top. Muss ich mal drücken. Danke für deinen Mut. Gerne, immer wieder. Beim direkten Vergleich der Vorher-Nachher-Fotos wird die Veränderung deutlich sichtbar. Marina wirkt viel frischer und ihre blauen Augen kommen jetzt noch viel mehr zur Geltung. Der sportliche Haarschnitt passt perfekt zu dem maritimen Outfit. Der neue Look ist genau ihr Ding. Gefällt mir ganz gut. Ist ungewohnt mit den kurzen Haaren, aber ich denke, da werde ich mich ganz schnell dran gewöhnen. Ich finde es klasse, ich finde es super. Stylefrei würde ich jedes Mal wieder machen. Ein neues Ich, ein neuer Lebensabschnitt, darauf erstmal ein Glas Sekt. Thank you.
Ich wusste ja gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Hab ich auch gar nicht. Keine Lust zu kochen? Dann bestellen Sie doch Ihr Essen auf Rädern beim Arbeiter-Samariter-Bund. Laufen Sie für den Tierpark beim 6. EG Wohn Charity-Lauf. Los geht's am 1. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbusser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also, jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75 28 350. Der 6. EG Wohn Charity Lauf am 1. Juli im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. Achtung! Großer Abverkauf wegen Umbau- und Sortimentswechsel im Möbelzentrum Großrieschen. Wir brauchen dringend Platz. Nutzen Sie bis zu 73% Baustellenrabatt. Doch nur, solange der Vorrat reicht. Also jetzt sparen und die Einkaufsvorteile nutzen. Möbelzentrum Großrieschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Auch heute Nacht kann es zu weiteren Regenschauern kommen. Die Temperaturen gehen bis auf 12 Grad zurück. Samstag gibt's Sonne, Wolken und Regen im Wechsel bei maximal 22 Grad. Sonntag sollen wir von Regen verschont bleiben. Ebenfalls 22 Grad mit bedecktem Himmel werden vorausgesagt. Bild, cooler Sound und das gleichzeitig in allen Seelen im Weltspiegel. Wie kriegen Sie denn das jeden Tag hin, Herr Zahnoch? Na, mit Strom. Sicher und günstig von den Stadtwerken Cottbus. Na dann, Film ab! Strom für Cottbus. Stadtwerke Cottbus. 50 Jahre Kolkwitzer Bunker. Feiern Sie mit uns das Bunkerfest am 8. Juli. Mit Bunkerbesichtigung, Präsentation von Funktechnik und Modellen, Fesselflugvorführungen, Bustransfer zum Bunker nach Leuthen und mit Mal- und Bastelstraße für Kinder. Samstag am 8. Juli von 9 bis 17 Uhr am Technologiepark in Kolkwitz. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern.